Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5. Ich habe schon kaum noch Stimme. Ja, ich kann übernehmen. Ach, Herr Rhein übernimmt. Danke. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, damit kommen wir zur Top 5 Wahl der Mitglieder und der stellvertretenden Mitglieder der Kommission gemäß dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Artikel 10 Gesetz. Das ist die sogenannte G10-Kommission. Nach § 5 Absatz 1 des entsprechenden Gesetzes zum Artikel 10 Gesetz besteht die Kommission aus dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Sie werden vom Landtag und zwar nach den Grundsätzen der Verhältniswahl für die Dauer einer Wahlperiode berufen. Für jedes Mitglied der Kommission wird ein Vertreter bestellt. Die Drucksache mit den Wahlvorschlägen der Fraktionen der CDU, von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der SPD ist die Drucksache 20/224, liegt Ihnen vor. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Wie mit den Fraktionen abgesprochen, erfolgt die Wahl offen, wobei jeder Abgeordnete, jede Abgeordnete für die Wahl insgesamt über eine Stimme verfügt. Wir haben das mittlerweile ausgiebig geübt. Wird der Wahl durch das Handzeichen widersprochen? Auch das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Ich frage, wer dem Wahlvorschlag mit der Drucksache 20/224 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der SPD, die Fraktion von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die Fraktion der CDU. Ich frage nach der Gegenprobe. Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Enthaltungen von der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion Die Freien Demokraten und der Fraktion der AfD. Darf ich fragen, Frau Walter, wie die fraktionslose Abgeordnete stimmt? Ich konnte es von hier nicht sehen. Alles klar, auch Enthaltung. Damit sind zu Mitgliedern gewählt der Abgeordnete Holger Bellino, CDU, der Abgeordnete Jürgen Frömmrich, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die Abgeordnete Nancy Faeser, SPD. Zu stellvertretenden Mitgliedern sind gewählt der Abgeordnete Bauer, CDU, die Abgeordnete Eva Goldbach, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die Abgeordnete Heike Hofmann-Weiterstadt, SPD. Herzlichen Dank.